Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhekirchen mit dem Blick auf unsere Hochschule, die wir in der letzten Folge hier errichtet haben. Wir sehen hier rechts noch studierende Wohnheime. Wir liegen mal ein bisschen zurück in dem Stadtteil, den wir jetzt hier neu geschaffen haben, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und das heißt also, die nächsthöhere Stufe bei der Bildung haben wir damit sichergestellt. Wir sehen hier alles dicht besiedelt. Das ist genau das, was wir wollen. Und dann fliegen wir hier nochmal bis zu unserem Hauptbahnhof. Wir sehen auch hier ordentlich Fußgängerverkehr. Lange Schlangen an den Bussen, die einfach durch die Leute fahren. Das gucken wir uns vielleicht nochmal an, worauf die hier warten. Wir haben eine neue Buslinie geschaffen. Also, was haben wir denn hier? Ist das hier diese Hochschullinie? Die ist ja gut in Betrieb. Drei Fahrzeuge. Gucken wir mal, ob hier irgendwo viele. Da stehen ganz viele. Wir müssen, glaube ich, mal nochmal zwei weitere Busse hinzufügen. Da hängt, sind gar keine Leute. Na, vielleicht reicht auch ein weiterer Bus. Okay, der Rest muss mal zu Fuß gehen. Die laufen dann hier lang und dann geht es hier in den Hörsaal. Den Stadtteil will ich nochmal umbenennen hier. Alten Grund. Umbenennen wir um in Querenburg. Das ist ja der Stadtteil in Bochum, in dem die Uni, die Universität beheimatet ist. Ich denke, das ist ganz passend. Dann haben wir hier am Baldeneysee. Da ist wohl wieder ein Wirbelsturm durchgezogen. Da helfen wir mal bei den Abrissarbeiten. Und dann werden wir jetzt in dieser Folge die Industrie noch mal stärken. Als nächstes brauchen wir nämlich einen Güterbahnhof. Der soll hier vorne hin. Hier ist ja Osterfeld. Ich möchte hier den Güterbahnhof, das ist ein Kopfbahnhof, etablieren. Dazu müssen wir hier leider Gottes diese Objekte hier einmal abreißen. Die sind nämlich leider im Weg. Das kommt weg. Achso, Stadtgrenze überschritten. Ja, klar. Wir sollten erstmal die Zellen kaufen. Das sind diese drei, die wir kaufen werden. Das sollten wir uns auch locker leisten können. Wir machen 20.000 plus. Das ist erstmal in Ordnung. So, wir sind bei 80.000 Einwohnern. Das ist auch schon ganz ordentlich. Also das hier kann weg. Herausforderung wird wie so häufig das Gelände sein. Wir sehen das hier. Das war ja hier das ehemalige Gelände der Mülldeponie. Ich will auch versuchen, eine zweite Eisenbahnverbindung nur für die den Güterverkehr zu etablieren. Das heißt, wir werden hier frühzeitig abzweigen, hier rum und dann hier hinkommen. Wir brauchen auch noch einen Bahndamm, damit nämlich die Eisenbahnschienen hier auch am Industriegebiet vorbeigeführt werden können, hier hoch Richtung unserer Bauernhöfe, damit wir hier mit der Straße unten drunter herkommen. Wenn wir nämlich diese Straße hier nutzen, da müssen wir halt ein bisschen mit dem Gelände tricksen. Also erstmal Gelände arbeiten, das kennen wir schon. Wir nehmen die Höhe hier von dieser Straße, ziehen die hier weiter. So, das wird die Höhe für unsere Verbindungsstraße. Da werden wir dann gleich die Feuerwehrstation noch verschieben müssen. Dann brauchen wir eine höhere Ebene, damit wir hier mit der Eisenbahn drüber kommen. Das sollte idealerweise 6 Meter sein. Mal ganz kurz gucken, was gezählt bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, mal 8 Meter. Das wäre dann hier. Hier entlang führen wir die Schieben wir mal den Pinsel mal ein bisschen breiter. Mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Jawohl. Das geht hier durch.
Diese Straße, die Bergstraße, können wir abreißen. Das Objekt brauchen wir nicht mehr hier und diese Verbindung. Gut, also hier, das ziehen wir noch mal ein bisschen weiter. Gut, diese Verbindung hier unten. Da werden wir dann die Eisenbahnbrücke drüber setzen. Jetzt müssen wir von hier aus dann hier einigermaßen glatt runterkommen. Dann nehmen wir dann dieses die Terrainsteigerung, rechte Maustaste hier. Und dann werden wir hier starten mit der linken Maustaste hier rüber. Das wird die erste Verbindung werden. Und das gleiche machen wir auf dieser Seite, auch wenn wir hier diese Höhe nehmen. Linke, rechte Maustaste, linke Maustaste hier. Und kommen dann hier an unserer Müllverbrennungsanlage. Wobei, haben wir da noch genug Puffer? Wir checken das mal kurz. 2200 Tonnen Verarbeitungskapazität. Das sieht doch gut aus. Dann soll jetzt hier neben der Güterbahnhof, den gucken wir uns mal an, wie groß der ist. Wo ist er da? Güterzug Endstation, der ist relativ groß. Wir schauen uns das mal von oben an. Wenn wir ihn so platzieren, das sollte passen. Wir brauchen hier auf der Seite dann eine Straße. Das kann auch ruhig etwas tiefer sein. Das muss ja nicht auf der Höhe des Bahndamms sein. Das heißt, wir werden dann hier das Gelände nutzen, damit hier Rangierarbeiten durchgeführt werden können. Also, und da sollte auch vielleicht mal sogar die Höhe nehmen. Dann haben wir nämlich hier entsprechende Höhe. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Also Moment, diese Höhe hier. Und dann werden wir das hier ebnen. Also der kommt hier hin. Der Anschluss, wir versuchen, dass wir so weit wie möglich nach hinten kommen. Wir brauchen natürlich hier eine Straße. Und zwar ist der Anschluss jetzt hier auf der linken Seite. Sondern die Straße einmal dran vorbei. Wobei wir können, ein bisschen schräg können wir ihn ja eigentlich setzen, weil ich glaube, so gerade ist gar nicht verkehrt. Wobei wir müssen noch. Kommando zurück. Der muss ja höher sein, damit wir hier noch unten durchkommen. Also wir brauchen diese Höhe hier. Tatsächlich, das war Quatsch. Also das hier. Und dann müssen wir das hier einmal ausfüllen. Dann brauchen wir dann noch einen Aufstieg hier hoch. Also das ist wieder einiges an Höhe, die wir hier schaffen müssen. Einiges an Erdbewegungen. Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Also nochmal hier. Das wird der Weg. Wir können erstmal hier die Eisenbahnschienen setzen. Die werden wir hier mal von hier aus kommend. Da ist kein Höhenunterschied bis hier vorne. Und auf der Gegenseite machen wir noch Folgendes. Dass wir dann hier, wo kommen wir hier aus? Okay. Damit wir hier bei der, heißt die Straße, Amselstraße hier einigermaßen gut mit einer Brücke rüberkommen. Ich hoffe, da reicht der Unterschied. So, das ist ein ziemliches Brett. Ja, da kommen wir dann drunter her. Das ist eh erstmal ein Provisorium. Da kümmern wir uns dann in einer anderen Folge drum. Nicht in dieser. Wir gehen hier einfach rüber, geradeaus. 80 Grad, keine Steigung. Ideal. Brücken gibt es ja keine. Das heißt, das bleibt also so eine Schienenverbindung. Ja, das ist in Ordnung. Jetzt platzieren wir, ich gucke nochmal das Geld, 15.000, okay, wieso verlieren wir gerade so viel Geld? Vielleicht mal beim Strom einmal gucken,
Oh, ja, okay, wir sind interessant im Sommer und brauchen so viel. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen gegensteuern. Strom, jetzt mal auf 102%. Oh, reicht deutlich nicht. Da könnte man ja mal drüber nachdenken, irgendwann das Gaskraftwerk zu setzen. So, 120. Müll, die Müllverbrennungsanlage läuft auf kleinerer Flamme. Das ist nicht schlimm. Reicht immer noch nicht. 90 Megawatt. So, kein Geld verschenken. So, mit 140% sollten wir jetzt aber hoffentlich ein Niveau erreicht haben. Erreicht noch 5 Megawatt Defizit. Okay, dann Feuer frei für unsere Kraftwerke. Gesundheitsfürsorge, Bestattung ist auch relativ teuer. Aber gut, da wollen wir natürlich nicht dran sparen. So, jetzt sind wir hier leichtes Defizit. 35 Grad sind das die Klimaanlagen. Ah, Moment, was haben wir denn hier? Das Kraftwerk kann die aktuelle Nachfrage nicht erfüllen. Was heißt das? Postabwicklung senkt die Effizienz des Kraftwerks. Okay, aber hier ist doch ein Briefkasten. So, was heißt das jetzt hier? Ihr sollt doch einfach nur Strom produzieren bei 150%. Das sollte doch machbar sein, oder nicht? Was heißt das denn hier? Wir sind jetzt hier bei 24 Megawatt. Ja, das ist doch gut. 24, 24, 8, 24. Okay, ansonsten den Rest importieren wir doch. Das ist doch kein Problem. 21, 25, 1000. Ne, ich glaube, das... Ah ja, okay. Jetzt ist auch alles wieder in Ordnung. Prima. Kleiner Exkurs in die Energieversorgung. Also, wir sind ja safe. Wir haben ja hier die Verbindung ans öffentliche Stromnetz. Also alles andere wäre ja auch Quatsch. So, bei 34 Grad und Starkregen platzieren wir jetzt hier mal den Güterbahnhof. Der kommt jetzt. Gucken, wir müssen hier. Ich mache das Paralleltool, fahre hier entlang, ne, andere Richtung, so. Das wird hier die Straße, die an den Güterbahnhof führt. Und hier vorne kommt er dann hin. Jawohl. Diese Straße führen wir hier rum. Damit wir hier den Anschluss auch schaffen. Und das soll keine Parallelverbindung werden. Genau so. Und dann haben wir hier, das müssen wir jetzt direkt mal machen, also die städtische Feuerwehr für Marxloh und Osterfeld zieht einmal um. Kann ich auch hier oben hin. Oh, das ist ein bisschen weit weg. Jetzt ziehen wir dich mal hier an die Grafenstraße. Und dann haben wir jetzt hier, reicht glaube ich, eine vierspurige Straße. Nehmen wir ruhig den Mittelstreifen mit. Hier haben wir ja sogar 6 Spuren für die Straßenbahn. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier weiter müssen. Durch und kommen dann hier an die Straße dran. Sehr gut. Ziehen das hier geradeaus durch, ruhig bis nach hinten. Kann nicht schaden. Dann haben wir wieder Geländearbeiten zu erledigen. Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir hier einigermaßen gut hochkommen. Dann reißen wir das hier ab.
komme von hier unten hier hoch. Idealerweise haben wir nämlich nicht so eine hohe Steigung. Mit dem LKWs müssen wir ja dann hier hoch. Das ist, glaube ich, noch schon zu viel. Dann nutzen wir den Platz und machen das von hier hinten aus. Haben jetzt also hier die normale Straße, kommen hier hoch. Moment, ich möchte hier die Höhenlinien einblenden. Das haben wir 2,5 Grad Steigung. Ja, das ist in Ordnung. Und dann gucken, dass wir hier vielleicht etwas eleganter um die Kurve kommen. Die Landhausstraße führt zum Güterbahnhof. Gut. Diese Höhe hier, die brauchen wir nochmal, damit wir hier drüben auch entsprechend dann ankommen können mit den Gleisen. Das soll auch ein Doppelgleis werden, auch wenn der Anschluss hier, wenn man ganz kurz gucken, hier gibt es dann eine Erweiterung. Lagerhaus, zusätzliche Gleise, die kämen hier hin. Ja, das passt aber. Ne, okay. Also das wollte ich nur sicherstellen, dass wir hier uns nichts verbauen. Wir werden dann hier geradeaus rüber ziehen. Und jetzt kommt hier der große Anschluss an das Hauptverkehrsnetz. Und dann haben wir nämlich das Wichtigste schon geschafft. Also von einmal ein bisschen schauen. Also der Güterverkehr, nee, der muss tatsächlich also von hier oben hier runter. Also das können wir hier auch alles glätten. Halt, stopp. Falsches Tool. Das hier ist das Richtige. Und dann werden wir jetzt hier großflächig das Gelände anpassen. Schienen, was haben wir jetzt hier? Wie sieht es hier aus? 26.000, alles klar. Das sieht doch gut aus. Wir wollen einmal von hier kommend den Anschluss hier. Blenden das hier nochmal ein, damit wir hier in unserem 1,7%, 1,6% ist prima. Gehen von hier aus geradeaus weg hier rum. 1,1%, das ist prima. Wir gehen von der Verbindung hier aus ebenfalls hier rum. Wieso hat er hier die Stadtgrenzen überschritten? Da nicht mehr. Ich frage, ob wir vielleicht auch eher hier an diese Verbindung gehen. Das ist gut. Und dann gehen wir von hier aus. Da müssen wir leider kreuzen. Das geht nicht anders. Finde ich jetzt aber auch nicht so kritisch. Der Anschluss ist geschafft. Dann setzen wir auch direkt wieder zu Routen. Und zwar einmal von hier aus in diese Richtung. Hier rüber und wieder zurück. Und dann haben wir noch eine zweite Verbindung in die andere Richtung. Also, wir gucken mal, wo ist sie dort? Das ist Personenfracht. Wieso hat er die jetzt nicht gemacht? Also nochmal Güterzug. Ich möchte. Das ist jetzt die erste Verbindung. Der müssen auch nochmal einen neuen Namen geben. Da reicht ein Zug. Und eine zweite Verbindung in die Gegenrichtung. Moment, Güterzug.
Ein Fahrzeug, die Farbe machen wir mal dunkel, damit wir es besser erkennen können. Die andere genauso. Gucken wir uns das mal an. Was haben wir jetzt hier? Also hier ist die Verbindung. Wir sehen jetzt die eingelagerten Materialien. Sortierte Post, Stahl, Nutztiere, interessant. Ist denn an, der fährt mit nichts und geht dazu Linie 1. Der hat auch keine Waren geladen. Naja gut, das ist jetzt aber nicht so schlimm. Ja, damit haben wir jetzt schon mal das Wichtigste geschafft. Jetzt müssen wir noch ein paar Erdarbeiten machen, dass wir jetzt hier die Verbindung hier vorne, da den Bahndamm vielleicht ein bisschen ein Grenzen, dass das hier nicht ganz so, nicht ganz so krass da dran ist. Und dann hier mit dem Terrain-Ebenen-Tool werden wir hier noch mal ein bisschen glätten auf der Seite des Bahndamms. Können wir dann auch noch mal ein paar machen. Also was ich noch machen möchte, ist dann eher was Optisches, dass hier eine Verbindung abgeht zum Kraftwerk. Aber das ist dann wirklich mehr optischer Natur als realistischer Natur. Aber damit wir dann hier die Verbindung haben zum Kraftwerk. Hier gebaut hat, das ist das so, dass hier von der Höhe nicht passt. Dann müssen wir hier noch mal da brauchen wir eine bessere Verbindung hier runter, sehe ich. Aber ich denke, da sollten wir ein bisschen was anpassen, dass wir hier die Verbindung zum Kraftwerk haben, denn das Kraftwerk muss ja mit Kohle versorgt werden. Jetzt haben wir ja hier schon den Kohlehafen angedeutet, aber wir brauchen dann natürlich auch nochmal eine Verbindung mit dem Güterverkehr. Da haben wir die Verbindung, wenn wir das hier noch wieder ein bisschen einebnen, das später können wir hier das Gleiche. Relativ steile Piste, das ist natürlich hier schon kitzelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fällt uns ja regelmäßig ein LKW über die Klippen. Also werden wir hier das etwas ausweiten. Wir können hier auch mal ein bisschen Industrie ansiedeln, denke ich mal. Das könnte ein ganz attraktiver Standort sein. Und werden dann Buschwerk setzen. Zäune haben wir ja nicht. Ich gucke gerade mal, was haben wir denn hier schönes wilder Grünbusch, den nehmen wir. Können wir gucken, wir haben hier noch als Option dieses Lagerhaus. Das müsste direkt dran gebaut werden. Okay, ja, da müsste dann zweifelsweise würde diese Straße hier nochmal verschoben werden. Das heißt, das Gelände können wir hier gar nicht bebauen. Okay. Wir können aber hier trotzdem ein bisschen Industrie platzieren. Wir haben interessanterweise überhaupt keinen wachsenden Bedarf an den Büros. Den Begriff suchte ich. Das finde ich schade, aber gut, das ist dann so. So, hier haben wir genug Platz hier auf der Seite. Auch auf der Seite machen wir aber nichts. Wir haben vielleicht noch ein kleines bisschen Platz für einige wenige Unternehmen.
und werden auch hier noch, also wir brauchen hier auch mal einen Briefkasten, das Spielchen kennen wir, auf der Zufahrtseite, da vorne ist die Zufahrt, da kommt der Briefkasten hin. Ja. Okay, und dann brauchen wir noch ein bisschen Optik hier vorne, da können wir jetzt aber den Pinsel benutzen. Ja, hier ist doch einiges eingelagert. Haben wir hier auch Stahl, haben wir hier. Okay, die fahren auch ein paar Güter durch die Gegend. Das passt doch eigentlich ganz gut. Also dieses Gelände hier, vielleicht können wir die Lagerhalle mal direkt planen. Komm, da machen wir mal kurze 15 jetzt hier. Wir schauen mal, das Lager müsste direkt hier dran. Das kann auch hier unten hin, okay. Das heißt, wir könnten dann mit dem Terrainsteigungstool von hier aus kommen wir hier unten an. Also hier geht es quer und hier bleiben wir auf dieser Höhe. So. Das müssen wir nochmal korrigieren. Wir schauen nochmal. Also das ist ja mehr so eine Option. Also zweites Gleis passt. Lager passt hier auch hin. Hier unten. Okay. Kommen hier vorne in der Mitte. Und hier vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Spiel. Wir können dann hier von hier aus kommend hier runter gehen. Jawohl. Und wie gesagt, kommt das Lager hin, wenn wir den entsprechenden Bedarf haben. Die Verbindung hier steht auch. Das mit den Fichten hier entlang ist auch in Ordnung. Dann können wir jetzt dieses Gelände hier auch noch nutzen, um hier Industrie zu platzieren. Da müssen wir erneut mit dem Gelände arbeiten. Ich werde jetzt hier auf der Höhe bleiben. Ich kann so ein bisschen Terrassen anordnen. Dann ist hier die Zufahrt. Ja, wobei, vielleicht ist die Zufahrt bis auf der anderen Seite, ne? Wenn wir schon hier eine haben. Sollten wir auch hier die Zufahrt errichten, also dass wir hier nur eine Kreuzung haben. Das ist wahrscheinlich sinnvoll, das geht dann bis jeweils hier vorne an diese Verbindungslinie. Ist eigentlich dann eine große Sackgasse. Natürlich nicht ideal, gebe ich zu, aber damit können wir an der Stelle hoffentlich leben, bis da mal was Neues kommt. Also hier 90 Grad hoch. Und jetzt brauchen wir diese Linien hier gerade. Also hier im rechten Winkel weg. Hier im rechten Winkel weg. Hier im rechten Winkel auch weg.
Schneiche nochmal in die Gegenrichtung natürlich. Wir arbeiten hier nochmal ein kleines bisschen nach. Und dann platzieren wir zunächst die Unternehmen hier. Halt, bevor wir das machen, das Spielchen kennen wir. Kreisverkehrer am Ende, damit die LKWs hier drehen können. So, das ist sinnvoller. Und jetzt kommen hier die Zellen hin. Wir müssen hier einmal, das ist ja wieder so ein Vanilla-Trick, die Zonierung hier aufheben, indem wir hier die Fußwege setzen. Das ist ja also bei der Vanilla-Version die einzige Möglichkeit, die Zonen zu drehen. An die andere Straßenseite, an die andere Straßenverbindung zu packen, so rum. Die gehen gleich wieder weg, aber ich will erstmal mal hier die Verbindung haben. Das ist gut, dann haben wir jetzt hier das ist besser, hier oben fehlt es noch. Ja, vielleicht jetzt mal da Gewerbe ans Ende, ne? Das wäre noch gar nicht schlecht. Ja, das ist besser. Gut, diese Verbindung machen wir da weg. Und sind dann, denke ich, auch am Ende der jetzigen oder der heutigen Folge angekommen. Da wächst ordentlich Industrie, das ist gut. Das gefällt mir sehr gut. Wir platzieren hier nochmal einen Parkplatz. Oder vielleicht noch was langer Parkplatz, der hier vielleicht von der Freudstraße. Also richtig viele Variationen in den Namen haben wir auch nicht. Ein bisschen schade. Aber gut, so, wir haben hier noch ein bisschen Gelände, mit dem wir hier arbeiten sollten. Und haben dann hier vorne gleich auch noch die Fußwege, die wir hier entlang führen. Das machen wir noch eben fertig und werden dann aber unsere kleine Stadt Ruhekirchen. Moment, haben wir hier langer Parkplatz. Sieht das komisch aus? Ne, passt. Dahinter gehen wir dann mit einem Fußweg lang, mal hier und auf der anderen Seite auch. Da schlängeln wir uns durch. Nervt mal wieder ein Tornado, aber so richtig tatsächlich, der macht da echt sonst nichts. Dann ignorieren wir den auch. Und dann ziehen wir jetzt hier die Fußwege noch durch. Wieder ein paar Bäume, die wir hier noch platzieren können. Wir sind wieder im Herbst angekommen. Wir können das hier mal ein kleines bisschen verdecken noch. Wir haben ja sowieso diese ganzen Fichten geplatziert gehabt für unsere Mülldeponien. Das heißt, jetzt haben wir hier quasi schon eine Konversionsfläche geschaffen. Das ist auch ganz gut. Wir hatten große Sackgasse ist das hier. Das müssen wir natürlich mittelfristig auch ändern. Das Gebäude reißen wir ab. Das kann nur mehr entstehen. Der Güterbahnhof ist wirklich gut im Betrieb. Wir haben auch ausreichend Platz, aber bis wir das Lager bauen, wird es noch dauern.
Aber hier ist ordentlich Verkehr. Wir prüfen noch mal. 33.000 sieht gut aus. Bevölkerung geht zurück, interessanterweise. Wir haben aber da jetzt eine ganz gute Sache. Was ist denn hier eigentlich los? Also auch hier ist der Tornado durch. Das machen wir noch einmal ordentlich. Da ist ja einiges kaputt gegangen. Da brauchen wir wahrscheinlich doch irgendwann mal diesen Katastrophenschutz, damit das repariert wird. Bisher haben wir es aber noch einigermaßen im Griff, finde ich. Oh Gott, hier ist ja auch alles. Ne, möchte ich eigentlich. Da muss ich, ne? Na, muss ich gucken, was das ist, bevor ich es abreiße. Ja, da brauchen wir den Katastrophenschutz. Den werden wir platzieren, aber dann in der nächsten Runde. Achso, und deswegen ist auch hier so eine Hektik, weil hier die. Was denn hier? Das Krematorium wahrscheinlich zerstört wurde. Guck mal, Krematorium. Ne, das ist noch eigentlich im Einsatz. Wieso kommen die nicht hinterher? Achso, weil wir nicht genug haben, deswegen. Okay, das ist dann verständlich. Dann machen wir hier in Marxloh nochmal ein neues Krematorium. Auf der Seite auch. Aber hier haben wir doch auch eins, oder? Das ist eine Klinik. Hier ist das Krematorium. Ich lasse mal hier hinfahren. Das ist doch eigentlich komisch. So, Osterfeld erweitern wir. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Bevölkerung jetzt gerade zurückgeht. Also, dann erweitern wir die. Wir haben hier eine Klinik. Die interessiert mich nicht, das Krematorium ist hier vorne. Wir brauchen mehr Fahrzeuge 0. Zusätzlicher Verbrennungsofen und Kühlerweiterung. Okay. Das gleiche machen wir hier. Also die Fahrzeuge. Erweiterung. Und dann gucken wir mal, dass sich das vielleicht von selber löst. Ich denke, das wird sich jetzt dann relativ zügig klären, hoffe ich. Ja, jetzt sind die ganzen Leichenwagen alle unterwegs. Das ist wieder was Temporäres gewesen. Da gab es in Anführungszeichen Schluck auf. So, hier brauchen wir hier auch Krematorien. Sterben Leute auf der Arbeit offensichtlich. Okay. Bisschen pietätlos, ne? Hier neben dem Müllverbrennungskraftwerk oder Müllverbrennungsanlage hier noch ein Krematorium einzurichten. Da muss ich sagen, das verbietet so ein bisschen die Pietät. Das machen wir nochmal bei Gelegenheit. Da werde ich jetzt nichts platzieren. Gut, gut. Das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Wir schauen auf unseren Güterbahnhof, der in Betrieb ist, der uns jetzt mit Waren versorgt. Nächste Folge geht es dann weiter, dass wir hier den Ausbau der Stadt voranbringen. Wir blicken auf den Güterbahnhof, auf das neue oder die Erweiterung des Industriegebiets. Danke fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.